Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf der IMM Cologne. Heute schauen wir uns mal den Stand von Ligne Rosé an. Die haben eine ganz tolle Kollektion und hier sind wir schon. Wir stehen hier schon in einem Bereich von Pierre Paulin. Sein Anliegen war, demokratisches Design, erreichbares Design für eine große, breite Bevölkerungsschicht zu schaffen. Und heute sind wir glücklich, weil wir nämlich die allerersten Entwürfe von Paulin aus den 50er Jahren exklusiv herausgeben dürfen. Also wenn Sie das jetzt nicht erzählt hätten, würde ich sagen, das sind total neue Entwürfe. Dass der Designer nicht mehr lebt, ist bekannt, aber es sieht aus, als wenn das erst kürzlich entworfen wurde. Ja, sehen Sie, das ist völlig zeitgemäß und da sieht man, welche Designsprache nach wie vor aktuell ist. Super, das ist also ein gewisser Highlight und dürfen wir uns jetzt ein bisschen mehr umschauen? Das dürfen Sie gerne. Ich denke, wir picken 2, 3 Neuheiten heraus, die ich Ihnen gerne zeigen werde. Frau Böhm, das Kantige ist anscheinend weg. Es kommen jetzt die runderen Formen, ja? Ich würde sagen, dass runde, sinnliche Formen immer zu Rosé gehört haben, weil sie einfach das Bequeme, das schöne Leben betonen. Und hier stehen wir vor einem neuen Sofa, einer Sitzgruppe von Eric Jourdan. Und Eric Jourdan ist bekannt dafür, dass sein Stift das Papier nie verlässt. Er zeichnet in einem Fluss. Hier sehen wir Thor, den neuen Sessel von Rémy Bouaniche. Rémy Bouaniche ist ein junger Designer, der, wie ich finde, einen ganz schönen Sessel konzipiert hat, weil es ist ja nicht einfach, so ein archetypisches Modell neu zu interpretieren. Und ich finde, das ist ihm ganz wunderbar gelungen. Ein Ohrensessel, der gleichzeitig beschützt, Raum lässt, um in die Gruppe zu schauen, aber gleichzeitig auch Rückzugsort ist. Mauro Liparini ist der Designer, der Tisch heißt Odessa und Sie sehen ihn in einer neuen Ausführung dieses Jahr in Feinsteinzeug in Marmoroptik. Er ist eigentlich der ideale Familientisch, weil er sehr resistent ist gegen jederlei Kratzer, Spuren, Flecken und so weiter. So, hier haben wir einen etwas ungewöhnlichen Sekretär. Da haben Sie recht, aber ich denke, das ist das beste Beispiel, um zu zeigen, wie kreativ die Marke Ligne Rosé ist. Immer wieder kommen ungewöhnliche Modelle in unsere Kollektion. Das zeichnet auch Michel Rosé aus, dass er spontan entscheidet. Das finde ich toll, das nehme ich auf in die Kollektion. Hier arbeitet er erstmals mit Marie-Christine Dorner zusammen und sie verficht den Ansatz, das Material bestimmt die Form und die Funktion. Und Sie sehen hier, sind verschiedene Materialien wie Holz, Stoffe, verschiedene Farben kombiniert und es ist eine sehr schöne Idee, weil sie haben einerseits einen Rückzugsort, andererseits fröhliche Farben, verschiedene Materialien, ein kleiner Vogel guckt raus. Es hat sehr viel Humor, dieses Modell und ich denke, es passt sehr gut in die Kollektion von Ligne Rosé und zum Spirit dieser Marke.